Oh, ja, der ist gut, Matthäus. Ey, der ist wirklich gut. Kante. Wie geil. Ja, wir bauen uns ein Wiggering-Team. Ja, alles wieder gerettet. Ich sag ganz ehrlich, ich hab Bock auf Forlan. Ich find, Forlan ist big. Ich find, der ist wirklich big. Ja! Gabi! Let's go! Count auf 2. Ich sehe einfach Brasilien und denk mir, ey, die können eine Karte nach der anderen. Krass, Ismaili. Neymar Junior! Geil! Let's go! Hauptsache irgendwelche Packs und ein Pick wenigstens. Dann würde ich sagen, gehen wir rein. Es sind sogar zwei Picks, aber 1,84er plus und 1,92er plus. Okay, seltene Spielerpack und Jumbo seltene. Ja, ansonsten. Jo, let's go. 84er plus, gönnen wir was? Let's go. Bitte. Ja, Ratings gut, aber es war klar, dass da jetzt nicht das Krasseste kommt. Nehmen wir gerne mit, komm. Okay, und jetzt hier. Ja, wir haben auch nur einen, weil wir halt den besten Rang erreicht haben, Kappa. Egal. 92er plus, Shapeshifter oder Efix Tots, aber Shapeshifter, wie wir alle wissen. Gibt es viel zu wenig Karten, die krass sind, genauso wie Tots. Aber okay, gönn uns was. Wenigstens ein bisschen was wert. Zaha feiere ich am meisten. Der ist aber auch nicht so viel wert. Aber nehmen wir mit auf jeden Fall. Ich glaube, der ist maximal 100k wert. Maximal. Oder sogar 200. Ist sogar ein Win, würde ich sagen. Ich wusste gar nicht, dass er so viel wert ist. Nehmen wir gerne mit, Zaha. Wir müssen in die Picks erstmal rein. Lass 83er Plus Pick jetzt einfach direkt öffnen und danach können wir noch 80er Plus vielleicht noch ein paar machen gleich. Let's go. 83er Plus. Die gönnen uns zumindest ein bisschen Rating. Ihr wisst, was heißt SBC. Das ist aber auch trotzdem ist irgendwie lost. Aber ich kann es so abgeben. Ich kann es meinetwegen so abgeben, wenn es nicht anders geht. Duplikat ist weg. 84er Plus. Wir holen eh am Ende den gleichen Futter, ungefähr das gleiche Futter. Oder vielleicht was Besseres. 84er, 10er, bin gespannt drauf. Ich sag 87er, 10er, Footies. Boah, die könnten richtig mies gönnen. Erstmal hier den Schmutz aufmachen. Also erstmal die Packs, die nicht gut sind. Packs kann ich ja gar nicht öffnen. Und ich sag die ganze Zeit Packs. Wir müssen die Picks öffnen, bevor wir die Packs öffnen können. Danach können wir immer noch ein paar Picks machen. Ich würde sagen, wir gehen rein in die Picks. Let's go. Und gönn mir irgendeine Special-Karte. Einfach nur eine. Ah, ist wenig vom Rating. Na, da muss noch was kommen. Let's go. Ja, Rating ist da. Ich habe den schon mal gezogen. Ja, ist klar, dass da ganz, ganz viele andere Special-Karten noch kommen. Aber das ist hier wirklich von der Ausbeute nicht wirklich gut. Aber okay, vielleicht kommt da was. Vielleicht kommt da noch was. Let's go, 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 go. Ein bisschen Rating. 84, echt nicht viel. Komm, auf das nächste. Auf den nächsten Pick. Wieso zieht man so viele 81er und 82er? Das gefällt mir nicht. Es sind nur 12 Picks, aber bisher wirklich nicht gut. Nicht gut. Immer die gleichen Karten. Okay, ein Duplikat können wir gerne abgeben. Mal wir so weiterkommen. Ich sehe es positiv, weil Duplikate kannst gut abgeben. Warum nicht? Aber ich will halt schon. Also das Beste wäre natürlich nur Footies zu ziehen. Ja, irgendwas Krasses muss dieses Pack doch irgendwann mal gönnen. Oder vor allem dieses Pick, meine ich. Dieses Pick muss doch irgendwann mal, muss da was kommen. Komm. Hier sind noch 3 Picks. Die goldene Mitte. Das ist die goldene Mitte. Da kommt jetzt Rating. Na, Special Karte. Suso. Na, kommt da noch was? Ein bisschen mehr Rating, wenigstens das. Ja, James, geht klar, der ist auch nichts wert, aber ist zumindest ein Walkout. Muss man auch so sehen. Und da kommt, ja, der ist auch nicht das Beste. Aber wir machen noch ein paar Picks, auf jeden Fall. Das sind nicht die letzten Picks. Sambo Aguisa nehmen wir nochmal mit. Den haben wir schon untradable, oder? Ja, den gebe ich ab, SBC. Und endlich können wir das öffnen. Ja, das ist eine Like-Karte von Carlos, hä? Weil bekommst du einfach eine Tots-Karte? Alter, wie geil ist das? Bekommt jeder den Gabriel Martinelli oder bin ich gerade der Erste, der den zieht? Ich habe doch gerade dieses Roberto Carlos Pack geöffnet. Also du bekommst hier auch eine Karte nach der anderen irgendwie geschenkt. Aber, okay, den nehme ich gerne mit. Das ist Schrottkarte. Ganz viele Schrottkarten. Valverde fand ich eigentlich immer geil am Anfang von FIFA. Jetzt nicht mehr so spielbar. Aber der kostet auch nur noch 50k. Aber ich finde eigentlich Gabriel Martinelli eigentlich gar nicht bad.
Perfekt. Nochmal weiter runter. Okay, gebe ich genauso ab. Gebe ich genauso ab. Weg mit dir. Und dann haben wir hier ein 87er Dingspack, ja? Plus Pack. Geil. 10er sogar. Ey, wenn da keine Footies draus gezogen wird, weiß ich auch nicht. So, wir starten rein hier mit den Weekend League Rewards Packs. Einmal hier das seltene Spielerpack und ja, Jumbo seltene Spielerpacks sollen eigentlich besser sein, aber ich würde sagen, wir starten erstmal damit rein. Let's go, seltene Spielerpack. Ja, Special Karte war klar, war zu erwarten, aber manchmal sind die richtig, richtig nice Karten dahinter. Und maybe ist da eine Footies Karte dahinter. Let's go. Keine einzige. Wow. Da wollte ich nicht, ich wollte da hin. Da wollte ich hin. Ja, okay, perfekt. Können wir genauso abgeben. Let's go. Wir haben's. Al-Habi geben wir ab. 6 Asia Plus Pick öffnen wir jetzt einfach direkt. Ich glaube, die sind sogar wiederholbar. Keine Ahnung. Ja, einfach öffnen. Und kommt da was? Ja, Varan nehme ich gerne mit. Den habe ich 1000 Mal. Der ist gar nichts wert. Natürlich für random SBC-Stuff. Aber ist der wenigstens 100k wert? Aber der ist auch gar nichts mehr wert. Hätte ich es gewusst, hätte ich den gar nicht mitgenommen. Jumbo seltenes Spielerpack. Ich hätte eher andersrum gedacht. Ich hätte eher gedacht, wenn du 14 Siege holst oder so und so ein 14-Siege-Schwitzer bist oder so generell, dann bekommst du eher schlechtere Gegner, eher die Schwitzer, die 11 Siege holen oder so. Okay, ich würde sagen, wir machen weiter mit den 3er, 4er, 8er Plus Pack. Let's go. Walkout. Nicht einmal ein Walkout am Start hier. Eieiei. Das Letzte, was wir nur noch machen können, ist Picks, dann, wenn wir das geöffnet haben. Ich würde sagen, dann erstmal das 84er, 10er seltene Goldspieler-Pack. Come on. Aber dahinter wissen wir nie, was dahinter ist. Terrier, den habe ich auch 1000 Mal schon gezogen. Footies, Footies, voll an. Der ist gar nichts wert, ich weiß. Aber Counter auf die 2. Das ist wirklich gutes Pack. 89er, 89er, 88er. Paar Walkouts am Start. 2 Duplikate, okay. Aber voll an ist da. Putties Karte ist da und den können wir gerne mal ein paar Spiele ausprobieren. Demnächst, wenn ich wieder mal online bin, am Montag vielleicht. Wenn ich überhaupt Gameplay bringe, aber ist geile Karte. Counter auf die 2. Perfekt, passt wie die Faust aufs Auge. Wir haben einfach jetzt Son fertig gemacht. Endlich. Endlich. Dann kann ich den auch demnächst zocken. Na, ging besser als erwartet, ohne Joke. Aber es ist halt echt viel, was man abgeben muss. Und es gibt keine Animation, aber 5-5 ist geil. Ich kann ihn als ZOM spielen, finde ich geil. ZOM, wirklich. Habe ich schon Bock, als ZOM zu spielen. Vielleicht 4-2-3-1. 4-2-3-1, wäre was. Alle sagen, zockt den, probiert den aus. Der ist wirklich krass. Also ich will den ausprobieren. Jetzt habe ich den. 5 Picks öffnen wir. Sind nicht die halbe Welt, aber okay. Wir öffnen jetzt einfach die 5 Picks. Und mehr bekommt da was draus. Ein bisschen Rating. Ich erwarte nicht so viel, aber Rating wäre gut, Ratings gut. 90er. Hatte ich auch schon so oft. Einfach 2 Karten, die ich schon so oft hatte. 2 Special Karten. Aber immerhin 90 Rating. Wieder eine Karte, die ich schon mal hatte. Nehme ich den natürlich mit. Komm, nochmal Rating wenigstens gönnen. Footies wäre vielleicht ein bisschen zu viel verlangt. Aber Rating wäre auf jeden Fall gut. Komm. Bisschen mehr Rating. Wieder Walkout. Komm. Wieder Walkout. Das ist das schlechteste Fass, was man draus ziehen kann. Das heißt, da kommt eine 80er Rating nur. Na, nehmen wir den noch mit, wenn der Duplikat ist. Ich würde sagen, das war's soweit hier mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gerne weiteren Content abchecken. Es wird natürlich so anderen Events weiter gestreamt und es wird weiterhin FIFA-Content geben. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal und bye.